Tja, und was macht ein kleiner Stadtstreicher im Urlaub? Richtig, er wird zum Landstreicher und streicht durch das schöne Land Österreich. Heute beginnend am Aachensee in Tirol. Und was wäre ein See ohne Schiffe, die dort fahren? Rund um den Aachensee stehen natürlich Berge und Hotels für die Gäste. Ja, nicht nur per Schiff, auch per Dampfeisenbahn kann man am Aachensee reisen. So, einen Lokführer haben wir auch an Bord, also kann der Fahrt nichts mehr im Wege stehen. Und hier genießen wir einen Blick weit, weit, weit ins Inntal hinein. Rattenberg ist eine kleine Stadt, also hat sie auch einen kleinen Friedhof. Und über Rattenberg ist die Rattenburg, oder zumindest das, was noch davon über ist. Habe ich schon erwähnt, dass Rattenberg eine sehr alte Gemeinde ist? Na dann nichts wie hinein in dieses Rattenberg. Warum die junge Dame so verzweifelt schaut? Womöglich kommt sie gerade aus dem Haus hinter ihr.
wunderschöne Nasen gibt es in Rattenberg. Ihr wisst schon, Nasen, das sind diese Zunftzeichen, die in früheren Zeiten aus den Wänden herausgebaut wurden, quasi. Und was hier so raucht, ist die Dampflok der Zillertalbahn, mit der ich jetzt demnächst unterwegs sein werde.
in der Zillertalbahn kann man Eisenbahngeschichte miterleben. Hier haben wir mal die Holzklasse. Schon ein bisschen bequemer geht es in der Lederklasse zu. Tja, und die Steigerung des Luxus ist dann die Polsterklasse. Und sehr beliebt ist der offene Aussichtswagen der Zillertalbahn. Und von außen sieht das Ganze dann in der vollen Länge so aus. Also, liebe Leute, nirgends kann man die Schönheiten des Zillertals, und die haben einiges zu bieten, besser erleben als in der Zillertalbahn.